Diese fruchtige Italian Meringue Buttercream besteht aus Eiweiß, das mit heißer Marmelade aufgeschlagen wird. Dazu wird Butter gegeben. So entsteht schnell und einfach eine feine, fruchtige Buttercreme, die auch fondanttauglich ist. Ich bin Claudia von ofenkicker.de. Dort findet ihr viele Rezepte und Anleitungen rund um Motivtorten und Cupcakes. Für die Buttercreme brauche ich 500 Gramm Butter, 340 Gramm Marmelade nach Wahl und 5 Eiweiß. Für die Zubereitung benötige ich eine Schüssel, einen kleinen Topf und meinen Handmixer. Als erstes trenne ich die Eier. Achtet dabei darauf, dass kein Eigelb zu den Eiweiß gelangt. Die Eigelb werden für dieses Rezept nicht benötigt. Dann schlage ich das Eiweiß steif. Als nächstes koche ich die Marmelade unter Rühren auf. Dann lasse ich sie 1 bis 2 Minuten köcheln. Vorsicht, die Marmelade brennt leicht an. Die kochend heiße Marmelade gieße ich nun langsam unter Rühren zu den Eiweiß. Am besten lasst ihr euch dafür von jemandem helfen oder verwendet eine Küchenmaschine. Nun schlage ich das Eiweiß zusammen mit der Marmelade so lange auf, bis es sich nicht mehr warm anfühlt. Das Eiweiß nimmt dabei an Volumen zu, wird aber nicht ganz so fest wie Eiweiß, das nur mit Zucker aufgeschlagen wird. Zum Schluss gebe ich Stück für Stück die Butter hinzu. Zunächst ist die Masse noch recht schaumig und wird dann sogar etwas flüssig. Vielleicht sieht es auch so aus, als ob die Masse gerinnt. Trotzdem sollte man einfach weiter nach und nach Butter hinzugeben und fleißig weiter rühren. Irgendwann verbindet sich alles zu einer seidigen Creme. Die Buttercreme sollte wegen den enthaltenen Eiweiß gekühlt aufbewahrt werden. So ist sie etwa 3 bis 4 Tage haltbar. Sie kann aber auch für längere Zeit eingefroren werden. Dann muss sie wieder geschmeidig gerührt werden.